Eins. Unser Ziel, unsere Aufgabe ist es jetzt, den Verein zu wirtschaftlich vor allem zu sanieren, auch infrastrukturell nachhaltig aufzubauen, dass wir wieder auf gesunde Beine kommen. Und wenn 10.000 Leute in Deutschland, wenn es 10.000 verrückte Leute gibt, die sich solidarisch verhalten mit uns und jeder 50 Euro reinhaut, dann haben wir 500.000 Euro. Klingt für uns machbar. Schlussendlich geht es ums nackte Überleben. Erreichen wir unser Ziel, spielen wir nächstes Jahr Regionalliga. Erreichen wir es nicht, droht die Löschung aus dem Vereinsregister. Dann gehen hier die Lichter aus. Und wir wollen nicht bestraft werden für ein scheiß System, was in der dritten Liga vorherrscht und im Fußball allgemein. Und wir wollen auch nicht bestraft werden für unsere Ehrlichkeit und für unser tägliches Tun, was wir hier dem Verein geben und schenken. Wir Fans können nichts dafür, dass die Lage ist, wie sie ist. Aber wir werden bestraft. Jeder, der einen Verein hat, bei dem er mit dem Herzen dabei ist und sein Leben mit ihm verbringt, der wird oder kann sicherlich nachvollziehen, in welcher Lage wir gerade sind. Der Verein hier ist unser Leben. Und wenn ihm das genommen wird, ja, dann wird's richtig scheiße. Das Problem sind die Strukturen, das Problem ist das System. Wir Fans, wir sind die Lösung, wir sind nicht das Problem. Leute, wir brauchen eure Unterstützung für einen ehrlichen, nachhaltigen Fußball ohne Investoren in Zwickau und überall. Wie sicherlich bereits einige von euch mitbekommen haben, ist ein ostdeutscher Traditionsklub aktuell in einer mehr als brenzligen Notlage in finanzieller Hinsicht. Dem FSV Zwickau fehlen über 500.000 Euro, die es braucht, damit der Verein auch in der kommenden Saison offiziell am deutschen Fußballgeschehen teilnehmen darf. Gelingt es nicht, diese Summe aufzutreiben, werden die Lichter in Westsachsen schnell dunkel und eine Löschung aus dem Vereinsregister droht. Daher wollen wir dieses Video nutzen, um auf die von der aktiven Fanszene gegründeten Initiative Fußball gehört den Fans aufmerksam machen. Nachdem es die Vereinsverantwortlichen über die vergangenen Jahre nicht schafften, grüne Zahlen zu schreiben und den Verein wirtschaftlich gut aufzustellen, haben nun die Fans das Ruder übernommen. Nachdem jedoch ein gieriger Investor vom Hof gejagt wurde, steht man nun mit dem Rücken an der Wand und braucht ganz Fußball-Deutschland, um das benötigte Geld aufzutrauben. Daher möchten wir unsere Reichweite nutzen und bitten euch hiermit mal bei den Jungs vorbeizuschauen und wenn möglich auch eine kleine Geldspende dort zu lassen. Wer sich weitere Informationen zu den Hintergründen der Crowdfunding-Aktion der FSV-Fans einholen möchte, findet alle Antworten auf seine Fragen auf deren Webseite. Den Link dazu findet ihr hier unter diesem Video in der Videobeschreibung. Fußball gehört den Fans.